So, herzlich willkommen hier zurück bei Sommer in Mara. Mir ist gerade noch mal eingefallen, ich habe zwar noch mal mein kleines Video gesehen, das stand aber auch nur dran, dass ich halt die Blume besorgen kann, dass sie hier auf der Insel wächst. Und ich glaube, ich weiß, was sie meinte. Ich denke mal hier. Hier braucht ihr auch noch eine bessere Hake für. Genau. Hier nehme ich den auch noch mal mit. So, also ich mal gucken. Eine, okay. Gut. Das haben wir noch eingefallen, weil warte mal, da war doch noch eine Blume-Ecke da. Da braucht ihr ein bisschen Hake für und ja, jetzt habe ich die. Das ist doch toll. Da hätte ich auch letztes Mal noch drauf kommen können, aber naja. So. Aber jetzt habe ich die. Und war ja letztes Mal ein klein wenig kürzer geworden, ist die Folge mal heute mal ein klein wenig länger. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Eimer. Den mache ich pot. Kriege ich dadurch ein bisschen Holz. Eine Latte, aber die habe ich ja immer. Ups, ui, ein bisschen aufstoßen hier. So, vorne ist mein Popo drauf. Tja. Also dann jetzt zurück zu der alten, genau im Leuchtturm. Letztes Mal noch gedacht, die Blume, wo kriege ich die und überhaupt und ja. Gut. Ach, ich muss ja meine Uhr noch anmachen. Die läuft ja im Moment gar nicht mit. So, Moment, mein Steuerdings hier. Okay. So, Uhr läuft, dann weiß ich ungefähr, wie lange ich jetzt hier aufnehme. So, einmal anlegen hier. Andocken oder wie auch immer. Und ab zum Leuchtturm. So, ich gehe da mal hier hoch. Snap, snap, snap it up. Dab, 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 dab. Hallo Hundi. So, einmal hier bei der Tante vorbei. Das ist schon interessant hier. Hier kann ich nichts mitnehmen. Gut. Warte mal gucken hier. Hep. Okay, dann gehe ich hier hoch. Ja, so kann es gehen, ne? Manchmal. Da weiß man irgendwie noch, dass da was war. Ja. Und dann kommst du erstmal nicht drauf. Moment, ich muss mich ausruhen. Nee. Achso, Moment, nein, hier. Warte mal, Orangensaft. So. Das halte ich auch wieder ein bisschen Ausdauer, das ist toll. So. Hallo Tante oder wie auch immer. Ist dies die Blume, die du wolltest? Oh ja. Das ist eine von Hakus Blumen. Siehst du? Ich bin ihre Enkelin. Ich bin zwar nicht überzeugt, dass du ihre Enkelin bist, aber du kanntest sie mit Sicherheit. Ja, ja. Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Lass mich nachdenken. Ting, 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 ting. Ich habe meine Insel nie zuvor verlassen. Ich möchte ganz Mara bereisen. Dann wirst du eine Karte brauchen. Es ist lange her, dass ich eine gezeichnet habe. Aber ich kann es versuchen. Oh bitte, ich möchte jeden Winkel des Meeres erkunden. Du hast den gleichen Abenteuergeist in dir wie Haku. Nein, Jaja hat mich nie reisen lassen.
Du warst jung und sie hat sich eher um dich gekümmert. Die sei jetzt auch noch jung, hallo? Du Olle. Putz mal deine Brille. Ich brauche etwas Papier und Tinte, um eine Karte anzufertigen. Ich habe nicht mehr genug. In dem großen Anwesen aus Marmor dort drüben wohnt ein Antiquar. Vielleicht kann er uns helfen. Aha, jetzt kommen wir da also auch dann rein. Ich werde mit ihm reden. Flop, Blume abgegeben. Oh Gott, was ist das denn für einer? Wie soll man denen sprechen? Gehe zum großen Anwesen auf der nördlichen Seite von Quelles. Na gut. Fuck is Quelles. Gut. Das ist es nicht, das ist eine Hand, aber da hinten ist das Haus, die Villa. Villa Kunterbunt ist sie nicht, nein. Aber erstmal muss ich das hier mitnehmen, das ist wichtig. Gib wieder schön Kohle, die Kohle. Und ein paar Steine hier. So, sonst noch was? Ach, guck mal, jetzt ist die Tür offen. Was für ein Zufall. Na dann. Dann kann ich auch einmal kurz hier hinten rumgehen. Okay, kann man hinten rein? Nein. Würde gerne mal hinten rein, aber im Moment geht's nicht. Wegen Apple. So. Na dann. Geht auch handeln? Was hat der denn? Ach ja, Papier. Bitte was? 3800? Und ein Fernglas. Und der hat die Libelle. Aha. Gut, 35 lasse ich mir noch gefallen, aber für Papier. Ne, Moment. Aha, er will Brombeersaft. Dafür gibt er Geld aus. Na gut. Na dann. Wie sieht das bei denen aus? Vasen, komisches Kissen oder was auf dem Boden? Spiegel und andere Sachen. Kronleuchter. Okay. Aquila. Okay, warte mal, der sieht so. Ach Gott, oh Gott, oh hoppala. Wer ist da? Ich bin Koa. Ich kenne keine Koa. Ich bin Aquila, ein Adliger der Elite. Wer schickt dich? Sami, die Dame des Leuchtturms. Sie braucht etwas Papier. Perfekt. Da bist du bei mir genau richtig. Aber alles hat seinen Preis, kleines Wesen. Hast du genug Geld? Besorge dir ein paar Münzen, um Papier von Aquila und dem Elite zu kaufen. Ja, aber doch nicht für die ganzen 3000. Was bringt dich hierher, Mädchen? Nichts Bestimmtes, ich schaue mich nur auf der Insel um. Warum lebst du so weit weg von den anderen? Ich mag andere Menschen nicht allzu sehr, weißt du? Hey, weißt du, wie man taucht? Na klar, ich bin eine Abenteuerin. Sehr gut. Laut meinen Notizen gibt es in der Nähe einen Graben, in dessen Tiefen ein vor langer Zeit versunkenes Boot zu finden ist. Könntest du für mich zum Wrack tauchen und mir dessen Fracht bringen? Was für eine Ladung? Ein Andenken, ein Schmuckstück vom Meeresboden. Kommt sofort. Okay. Eine kaputte Vase.
Hallo. Wie geht es mit deinem Tagebuch voran? Darüber wollte ich mit dir reden. Laut meinem Tagebuch ist der Mann in dem Anwesen ein zwielichtiger Bursche. Sei vorsichtig. Ja, sicher. Die Sache ist nur, ich brauche Papier und das ist sehr teuer. Ich werde dir helfen. Wirklich? Natürlich. Ich bin ein Mentor. Hast du das vergessen? Ein guter Abenteurer sollte wissen, wie man sein eigenes Papier herstellt. Toll, und wirst du mir verraten, wie? Du musst diesen Baum anpflanzen und sein Herz ernten. Dann musst du nur das Rezept befolgen. Ich habe es schon vor Jahren in meinem Tagebuch geschrieben. Verrät das Rezept auch, wie man Tinte herstellt? Nee, natürlich nicht. Ach, wie schade. Aber ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Wer? Wer? Edegan, der Bankier. Ach, dieser Langweiler, mit dem komme ich nicht so gut klar. Das ist verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass du ihn für dich begeistern kannst. Genau, erstmal ausziehen, ne, und so. Großartig. Zuerst sollte ich das Papier herstellen. Die Tinte hole ich danach. Okay, du hast ein neues Rezept. Papier. Stelle Papier mit Hilfe von Onzos Rezept in Koas Werkstatt her. Nun gut, Papier. Wer seid ihr denn? Okay. Auch so eingebildet. Oh Gott. Oh, ich bin ja was. Oh. Schaut her, ich kann alles und dann doch nix. Ja. Okay. Dann erstmal wieder runter zum Boot. Hüpfi. So kriegt man also dann nach und nach alles frei. Und hopsi. Und hopsi. Hunde springen. Ich bin der Hundespringer. Oder so. Okay. Also zurück in meine Werkstatt. So. Ich fahre mit dem Boot. Dö, eine offene Seefahrt, die ist lustig und die Wellen machen mit. So, ja. Dum, die dum, dum, die dum, dum, die dum, 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 dum. So, einmal hier einen kleinen Dreher in einer kleinen Kurve. So, einmal aufsteigen. Okay, aber bevor ich hier was mache, mein Strich da oben ist schon wieder fast auf Null. So, einmal hier schütteln. Ach, da ist auch noch was. Runter mit dir. So. Da ist noch ein Abel. So, komm her. Ingo. Abel. So. Dann. Hier rüber will ich. Werkstatt. Papier. Mal gucken. Harz. Ach, dafür brauche ich den Harz. Vier Papier hier. Ich brauche ja nur ein, ne? Jetzt habe ich das Papier. Jetzt muss ich mit Edegan sprechen. Ich habe zwar keine Lust, aber die Bank ist nun mal der einzige Ort, an dem es Tintenfässer gibt. Ja, oder unter Wasser gibt es auch Tinte, weil die Tinte heißt ja nicht umsonst so.
Sprich mit Edegan. Ja, der sieht schon so komisch aus, ey. Oh Gott, nee. Na gut, aber erstmal muss ich hier schlafen. Und ein nächster Morgen beginnt. Und wie immer 8.30 Uhr. So. Kann ich was einpflanzen? Nein, hab nichts. Schön. So, hier, komm. Gib mir die Beere. Und dann mal gucken. Es sind bestimmt wieder ein paar Steine da gewachsen. nein, diesmal nichts. Okay. Vielleicht hier außen. Auch nicht. Vielleicht hier unten? Ja, da unten ist was. Hammer, hammer, geil. So. Da ist auch noch was. Die Steine müssen mit. Dumm, wieder um die Dumm und wieder ein bisschen Metall. Oh Gott, so viele Steine wieder. Wahnsinn. Über 85. Kann ich wieder einiges verkaufen. Das ist doch toll. Und hier? Ich habe von den roten keine. Nein. Gut, dann kann ich mal weg in Reserve mal kaufen, so langsam. Ich habe ja genug Geld. Das kleine Mädchen hat über 2000 und etwas Taler irgendwie. Ja. Ein reiches Kind. Haha. Aber keine Eltern und so weiter. Keine anderen Kinder zum Spielen. Doch irgendwie ein armes Kind. Obwohl es reich ist. Hat ein Popo zum Spielen, ja. Und fährt gerne Boot. Von einer Insel zur anderen immer hin und her. Da bin ich mal gespannt. Wenn wir da eine Karte haben, ob dann wirklich alles offen ist und ob wir uns dann aussuchen können, wo das kleine Mädchen hinfahren will. In den Westen oder in den Osten oder in den Norden. Man weiß es nicht. Das werden wir vielleicht heute noch gewahr. Mal gucken. Und ich meine, die alte, die halt da eine Karte dann zeichnet. Ja, woher weiß die, wie es hier und da aussieht und so. So, Moment, ich, genau, mit dem, bei der Bank muss ich reden. So, jetzt nochmal aus dem Kopf. Die Bank war, ich glaube, irgendwie mehr hier auf dieser Ecke. Herr Edegan, wie kann es nur sein, dass die ärmste Person der Insel immer zu mir kommt? Ich bin arm? Laut meiner Berechnungen, ja. Ich brauche Tinte, um eine Karte zu zeichnen. Manieren? Bitte, Herr Edegan. Kannst du mir bitte Tinte geben, damit ich eine Karte zeichnen kann? Naja, eigentlich macht das doch die Oma da im Leuchtturm und nicht du. Also, ne? Bitte. Nein. Aber ich habe doch ganz höflich gefragt und nicht gejagt. Ja, gut, ich gebe dir, aber nichts kostenlos. Nur ein fairer Tausch. Ist ein guter Tausch. Das weißt du doch wirklich. Das weiß doch wirklich jeder. Ich glaube nicht, dass ein Tausch so funktioniert. Hör zu, wenn du mir einen Gefallen tust, gebe ich dir die Tinte. In Ordnung? Ja. Bitte rede mit den Frauen am Markt. Die schulden mir Geld für ein paar Aufträge. Nix, was du begreifen würdest. Fr-
frage dir einfach nach meinem Geld. Das ist alles. Warum fragst du dich nicht selbst, Herr Edegan? Ich? Was glaubst denn du? Ich bin eine wichtige Person hier in der Bank und ich kann nicht weg und einfach mal so auf den Markt gehen, weißt du? Ich bin sehr beschäftigt. Hm? Verstehst du das? Ich glaube ja. Bitte die Frauen auf dem Markt, ihre Schulden bei Edegan zu begleichen. Okay. Mal sehen, wie viel das denn ist. Snippidip, snippidip. Ich gehe mal hier durch. Nein, das passt hier nicht. Dann hier rüber zum Papa. So. Hallo, dicke Tante. Hallo, Entschuldigung. Hallo, mein Kind. Ich bin immer noch die Pilli. Von Tante Tilly und nein, ich bade nicht meine Hände in Seife. Was möchtest du? Herr Edegan hat mir erzählt, dass ihr ihm Geld schuldet. Was für ein Feigling! Schick einfach ein Kind für seine dubiosen Geschäfte. Sag ihm, wir haben sein Geld nicht, hörst du? Wir haben uns dick und fett gefuttert, aber wir haben kein Geld. Sag ihm das. Wenn er es will, soll er selber herkommen. Er bringt Schande über Quellus. Und was soll ich jetzt machen? Hör zu. Wir kaufen und verkaufen. Bring uns von allem ein wenig. Je umfassender, desto besser. Mit dem Geld, das du durch deine Verkäufe an uns verdienst, wirst du gewiss unsere Schulden bezahlen können. Aber... Okay, 300 Münzen. Ich habe 300 Münzen. Das ist doch schön. Bring das hier zu alten Noho. Wie sagt man? Was? Spielt keine Spielchen mit uns. Man sagt bitte und danke. Ich danke dir. Und jetzt bring ihm das Kartenspiel. In Ordnung. Bring das Kartenspiel zu Noho. Na gut. Noho, der Woho. Ah. Noho. Noho, ich habe etwas für dich. Zeig mir, was du hast. Es ist von den Markfrauen. Aber das... Sie sind so gemein. Stimmt etwas nicht? Es ist ein Kartenspiel. Sie machen sich über mich lustig. Was meinst du damit? Als ich jung war, war ich ein wirklich guter Kartenspieler. Verstehst du? Niemand war besser als ich. Bis diese Damen hier auf der Insel auftauchten. Verflucht sollen sie sein. Sie spielen wie der Teufel. Sie haben mich komplett ausgenommen. Und jetzt machen sie sich bei jeder Gelegenheit darüber lustig. Ich verstehe. Wir sollten es ihnen heimzahlen. Sie werden schon sehen. Ja. Warum gibst du mir ein Ei? Halte dich einfach an das Rezept, das ich dir gleich gebe. Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, ja. Okay. Eine Pilzsuppe. Bringe die Pilzsuppe zu Pilli, Milli und Tilly. P-
Pilzsuppe. Okay. Dann bringe ich das eben. Du, 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 schnuddeli, duddeli, buh. Na, 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 na. So. Hallo. Bin wieder da. Komm schon, tu endlich, warum ich dich gebeten habe. Okay, wir haben. Moment. Ich glaube, ich muss die Pilze zubereiten, denn die war ja nicht abgehakt. Das ist das. Hier unten ist das, genau. Ich habe von Ihnen eine Pilze bekommen, aber. Okay, ich glaube, ich muss die herstellen, ne? Weil die redet ja nicht mit ein. Und die Olle redet jetzt auch nicht mit ein, genau. Okay. Und was sagt ihr jetzt zum Beispiel? Wir haben keine Zeit. Ja. Okay, das heißt, ich muss die Pilze bei mir zu Hause herstellen. Gut, dann mache ich mich auf den Weg nach Hause, koche die Pilzsuppe und ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund, ne? Ja, oder werde gesund. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.